Bruder, du hast ja vorhin gesagt, du als Muslim darfst ja nicht sagen, dass jemand im Zöllenfeuer oder im Paradies kommt. Solange er lebt. Solange er lebt. Solange er lebt. Okay, ich will das nochmal genau erklären. Solange jemand lebt, darfst du nicht sagen, der ist im Paradies oder im Höllenfeuer. Wenn er aber gestorben ist, was sagen wir über den, der ohne Islam gestorben ist, in jedem Fall? Der ist im Höllenfeuer. Aber was sagen wir über den Muslim, der gestorben ist? Der ist in jedem Fall im Paradies? Sagen wir das? Wir sagen, der ist im Paradies, inshallah. Mafum? Der Unterschied ist zwischen Leben und Tod, Achim. Situation, es gibt keine Situation, wo man das sagen darf. Also, ich nehme dir ein Beispiel: jemand steht neben Allah, was bei ihm. Nein, solange er lebt. Also, wenn er in dem Zustand stirbt. Das ist was anderes. Guck mal, jetzt den Unterschied. Wenn du sagst, wenn er in diesem Zustand stirbt, wird er für ewig, das ist eine ganz andere Situation. Wir reden aber über einen, der noch lebt, der nicht gestorben ist. Deswegen, das ist die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jamaa.